Dieser Mann weiß mehr über die Märkte. Den will ich nämlich jetzt gleich befragen. Shimizu-san, der sitzt hier schon bereit an der Tokyo Stock Exchange und wartet auf seine Sendung, nämlich World Markets. Hier sind die Kameras schon auf Alarm gestellt, mehr oder weniger. Da geht das gleich los. Aber bevor es wirklich losgeht, frage ich ihn. Shimizu-san, let us know what is most important for you today. What we have today, that we have Jerome Powell speaking at the Congress. It's a House today, and then tomorrow he goes to the Senate. One of the things that and he has to say whatever he has to say, I guess. The market expectation for the cut has a little bit weakened or changed a little bit since last Friday's release of June U.S. unemployment job report, I guess, which was non-farm payroll exceeding market expectation, and the market was expecting 50 basis point cut at the end of the month at the FOMC. Now they're looking at more like a 25 instead of 50 basis. Now, one of the things that Jerome Powell has been faced since, well, as far as I can remember, I guess, there was a honeymoon, really, a little bit of a honeymoon about a year ago, year and a half ago, when the Trump inaugurated a Powell into a chairman seat of Federal Reserve. But after that, that was pretty much end of honeymoon, like my marriage to my current wife at that moment. But we had a moment when we initially started, but rest is more okay. Anyway, so. The Powell and Trump has a little bit of a difficult situation. Well, Trump vocally says he has a difficult situation, admitting Jerome Powell at this point. Now, this is the first time that Powell is going to do something for Trump. Maybe not for, but he will be cutting the rates, and which is Trump really, really pushed the Federal Reserve to do. And he has been saying that Federal Reserve is isolated. They are not politically influenced. It's an institution, individual institution, independent institution. And Powell says the law provides him 4-year term, which started last year. Trump cannot remove him, I guess. He has a tenure that supported by the, well, protected by the law. Anyway. The thing is that when he says that, when Powell says that, people who are listening are journalists or the people. They're not politicians. Now, situation today is a politician asking, Jerome, are you influenced by Trump? Are you influenced by administration under the political pressure? And he could say, he could repeat the same story, but to the politicians, it might be a little difficult. And consider the fact it's about 500 days away from a U.S. Presidential election, and 24 people are running from the Democrats to run for the presidential. I mean, this political thing is a little bit sticky situation. And Mr. Powell might have a little bit of a little sticky situation, I guess. He will do okay, I will think. But it might be very interesting to be to see a coup Powell getting grueled by the political hungry politicians in Financial Services Committee in House, I guess, at this point. So it'll be an interesting night. But after that, they will release the FOMC minutes from my last meeting. Okay. Well, have a good trading. I am glad you're not Jerome Powell tonight. Have a good trading. Thanks a lot for your insights. Arigato gozaimashita. Ich werde das nochmal kurz zusammenfassen. Ich kriege das gar nicht alles so im Einzelnen hin. Vielleicht sind Sie des Englischen auch mächtig und dann ist das sowieso überhaupt gar kein Problem für Sie. Trotzdem, er hatte nochmal darauf hingewiesen, dass Powell im Moment die tragische Figur ist. Denn der Fed-Chef, der hat sich einerseits natürlich zu entscheiden, wie er jetzt mit den Zinsen umgehen soll. Und das kann durchaus sein, dass die angesprochen mal vielleicht 0,5% Senkung, vielleicht jetzt doch nur 0,25% sind. Also insofern da vielleicht eine kleine Anpassung. Aber er muss ja auch hier vor den Politikern noch aussagen aktuell, heute und morgen. Und dementsprechend muss er damit eben rechnen, dass die Frage kommt, hey, inwieweit bist du denn beeinflusst durch Trump? Die beiden haben nämlich sich nicht unbedingt lieb. Die führen eine Hassliebe miteinander, mehr oder weniger kann man das wohl so sagen. Denn tatsächlich, Trump würde sehr viel mehr Einfluss gerne nehmen auf die Politik von Powell. Und Powell sagt, nein, ich mache das aber so, wie ich das will. Und das passt wiederum Trump nicht. Er würde eigentlich gerne ihn absetzen. Und die Demokraten jetzt ihrerseits, die
sind jetzt möglicherweise da im in the driving seat, um nachher dann festzulegen, hey, wir wollen nicht, dass hier der Einfluss stattfindet und wir wollen gucken, dass das wirklich neutral bleibt. Also es ist eine spannende Geschichte. Das wird mit Sicherheit die Märkte bewegen. In welche Richtung ist natürlich noch extrem schwer absehbar. Im Moment kann man sagen, bis vorhin, sage ich mal so vorsichtig, waren die Märkte eigentlich eher etwas schwachbrüstig unterwegs. Nachdem wir die Allzeithochs hatten beim Dow, ist der Markt eher nach unten gekommen. Aber wir hatten beim Nasdaq schon gesehen, dass das stärker aufgekommen war und das lässt hoffen. Und jetzt ist sogar der Markt schon nach oben explodiert und das wiederum deutet an, dass möglicherweise die Schwäche, die wir die letzten vielen Stunden hatten, jetzt sowieso schon hinfällig ist und wir eigentlich eher die Long-Seite dann nochmal angreifen sollten. Also im Moment noch keine echte Retracement-Situation, noch kein echtes Rücksetzen des Marktes, sondern eher die Aussage, dass der Markt noch stärker hat und nochmal nach oben geht. Trotz alledem aufpassen, was im Zusammenhang mit der Powell-Aussage, also dem Fed-Chef hier noch zu hören ist, das wird mit Sicherheit den Markt nochmal bewegen. Wir bewegen jetzt hier gleich ein bisschen die Show und bis dahin bewegt sich Manu-chan zur Seite und Shimizu dann auch. Please be serious, this is a serious video. Okay, also dann machen wir jetzt hier Schluss an dieser Stelle. Ihnen alles Gute für die Märkte. Toi, toi, toi. Wir sehen uns in Kürze wieder. Bye, bye. Bye, bye.